herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast da, eine Ärztin aus Berlin, und mit ihr möchte ich heute über das Thema Borreliose sprechen. Ich habe nämlich gehört, dass es immer mehr ausbricht und wieder viel, viel mehr in den Fokus kommt. Und da interessiert mich doch sehr die Beweggründe, warum bricht das immer mehr aus, warum betrifft das immer mehr Patienten oder viele haben es und wissen es gar nicht und wie man da am besten dem Problem entgegentritt. Das möchte ich heute wissen und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und mein Gast ist die Ärztin Dr. Med. Birgit Heinisch. Ganz herzlich willkommen, liebe Birgit. Hallo. Ja, Borreliose. Steht das im Zusammenhang eigentlich auch ein bisschen mit dem Wiederaustreten nach der sogenannten Covid-Infektion, wo die Menschen doch runtergedrückt hat, die Infektion war da. Hat das den Nährboden gegeben, dass andere Erreger wie Borrelien oder auch Epstein-Barr wieder Vorderhand gekriegt haben? Das kann durchaus sein. Also wir wissen ja, dass wir haben ja schlummernde Erreger in unserem Körper, die wir gar nicht wirklich wegkriegen. Die sind persistierend, die sind da. Die tun uns aber in vielen Fällen gar nichts, weil die schlummern. Und unser Immunsystem kann die gut deckeln. Wenn aber nun zum Beispiel eine Covid-Infektion kommt, dann ist der Körper mit der Abwehr dieses Virus beschäftigt. Und die Immunzellen werden verbraucht. Und das wiederum, diese Chance ergreifen dann die anderen Erreger und flammen dann wieder auf. Und so auch die Borreliose. Und die Borreliose kann wiederum andere Erreger reaktivieren. Umgekehrt genauso, die können auch eine Borreliose wieder reaktivieren und dann potenziert sich das Ganze natürlich. Und Patienten, die sich vielleicht gar nicht erinnern können an einen Zeckenstich oder die sagen, nein, ich habe ja gerade vor 2 Jahren die Antikörper messen lassen, ich habe gar keine, also habe ich keine Borreliose, das ist halt ein Irrglaube, weil die Borrelien, die können sogar durch Mücken übertragen werden. Die Borrelien sind fähig, in einer Zystenform zu überleben. Das heißt, man hat als Kind den Kontakt mit Zecken, erinnert sich gar nicht mehr dran und 10 bis 40 Jahre später ist dann plötzlich die Spätborreliose da, ja? Die vielleicht als neurodegenerative Erkrankung gesehen wird und jemand misst Antikörper, die Antikörper sind vielleicht nicht da, aber wir wissen, dass bei mindestens 8%, ja, wenn nicht sogar mehr, Patienten die Antikörper gar nicht gebildet werden können. Das ist auch eine genetische Variante, das kann man auch messen. Wir haben ein System im Körper, das heißt HLA-Komplex. Daran erkennt unser Körper körpereigene und körperfremde Substanzen. Und da gibt es wiederum das HLA-DR. Und je nachdem, wie das bei uns eingebaut ist, das entscheidet darüber, ob die Borrelien chronisch werden, ob wir Antikörper produzieren oder nicht, ob ein Antibiotikum funktioniert gegen Borrelien oder nicht. Also wir sind schon so weit, dass wir das sogar im Blut messen können. Ja. Und man muss halt wirklich dazu sagen, bitte lassen Sie weitere Messungen durchführen. Die Antikörper alleine, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, nein, Borrelien habe ich keine, ich habe negative Antikörper, dann sage ich ja, ist gut. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal. Mhm. Und es haben halt sehr, sehr viele Kontakt mit Borrelien gehabt. Mhm. Ja, die Spirocheten, die sind einfach eine Spirocheteninfektion. Es ist schwierig, das zu umgehen. Ja, und wir haben das oft als Kinder schon ganz klein gehabt und können uns auch gar nicht mehr daran erinnern. Und wie gesagt, über Mücken übertragbar. Noch fürs Verständnis jetzt für einen Amateur. Borrelien kenne ich eigentlich so im Zusammenhang, dass plötzlich Leute Gelenkprobleme haben, Gelenkschmerzen, oder? Ist das immer in diesem Zusammenhang mit Gelenkschmerzen? Also es gibt natürlich verschiedene Formen der Borreliose. Ganz am Anfang, wenn wir diesen Zeckenkontakt haben, dann bekommen manche Patienten ein Erythema migrans, das ist diese Wanderröte. Ja. Aber die ist auch nur bei 30% vorhanden, ja, die Borrelien bekommen. Das heißt, wenn das da ist, ist es beweisend. Wenn es nicht da ist, heißt es nicht, dass keine Borrelieninfektion passiert ist. Was man da hat, ist Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber, man ist abgeschlagen. Das ist so diese akute Infektion. Und dann gibt es das nächste Stadium, da kommt es dann zu diversen neurologischen Sachen, zu Gesichtsnervenlähmungen, zu Sensitivitätsstörungen, zu Störungen des Vegetativums, des Herzens, der Haut. Das ganz, steht ganz alles viele, im Zusammenhang mit steht Borrelien. Alles im Zusammenhang. Und die Spätborreliose oder Lyme Arthritis, wie sie auch heißt,
da haben wir dann wirklich auch die Gelenkschmerzen, die können aber auch schon davor auftreten, aber natürlich ganz massiv Gelenkschmerzen und eben diese neurologischen Sachen. Ja, und das steht eben im Vordergrund. Also bei Gelenkschmerzen, neurologischen Sachen, Kribbeln, Taubheitsgefühlen, bitte immer an die Borreliose denken. Und es gibt gute Tests. Wir machen ELISA-Tests, wir machen Western Blot oder Immunoblots heißen die. Da kann man dann schon sehr gute Ergebnisse kriegen. Und wir machen LTTs, so heißen die LTTs auf Borrelien, wo wir sehr gut sehen, anhand des Blutes, das ist wirklich im Labor, ist das Handarbeit, ja, wo wir anhand des Blutes sehen, ob es gerade eine aktive Auseinandersetzung unseres Immunsystems gibt mit Borrelien. Und wenn der natürlich durch die Decke geht, dann ist relativ klar, dass da was im Busch ist und dass das behandelt werden muss. Was ich so feststelle, ist, in den letzten 2 Jahren muss irgendwas so passiert sein, die meisten Menschen signalisieren mir, sie sind erschöpft. Mhm. Und sie sind nicht mehr gleich voller Energie, wie sie vorher waren. Mhm. Einfach irgendetwas ist da. Könnte das sein, dass genau hier irgendein Virus, eben Epstein-Barr oder Borrelien im Hintergrund wieder aufgeflammt sind? Natürlich. Also man muss sich da wirklich genau anschauen, gibt es irgendeine stumme Entzündung im Körper? Gibt es da irgendeinen Erreger, der gerade Oberhand gewonnen hat? Gibt es da Borrelien, die sich mit Toxoplasmose aufschaukeln? Ganz viele Patienten haben eine Toxoplasmose-Infektion in der Vergangenheit, von der die gar nichts wissen. Das sind die mit Katzen, ja? Genau, aber nicht nur Katzen, auch ungewaschenes Gemüse. Also das muss, wir haben das eigentlich immer so im Kopf als Gefahr für Schwangere. Aber Toxoplasmose hat auch viele andere Symptome, die entwickelt werden können. Auch EBV, CMV. EBV ganz oft auch eine Mitursache von Chronic Fatigue, ja, wo wir wissen, da ist gerade eine Auseinandersetzung auch mit EBV, ja, was die Patienten definitiv in eine Erschöpfung bringen kann. Und je mehr Erreger natürlich gerade aktiv sind, desto mehr durcheinander ist das Immunsystem. Und das spürt der Mensch natürlich. Ja. Kann man den EBV auch messen, den Epstein-Barr-Virus? Auch im LTT, wir messen das auch im LTT. Wäre das jetzt so eine Empfehlung für die Leute, die das Gefühl haben, ich bin immer müde, ich komme nicht in die Gänge, so einen Test zu machen auf Borrelien und Epstein-Barr? Ja, also ich würde mal so starten, das ist auch ganz individuell natürlich, also wenn man den Patienten sieht und eine gute Anamnese macht, und ich mache immer eine sehr, sehr lange Anamnese, man muss sich natürlich auch noch die Mikronährstoffe anschauen. Da gibt es ganz oft so extreme Defizite, dass ich dem Patienten sage, wenn sie ein Kind wären, hätten sie Rachitis, ja, weil sie einfach so einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Wenn ich dem Körper nicht den Treibstoff gebe, den er braucht, wie soll er dann funktionieren? Also das ist schon mal so die einfachste Variante. Dann würde ich mir die Mitochondrien anschauen. Wird genügend Energie produziert in den Zellen? Ja? Und wenn die Zelle nicht genügend Energie produziert, wie soll dann der ganze Körper funktionieren? Das verstehe ich alles, aber irgendwo ist die letzten 2 Jahre doch irgendwas passiert, dass jeder Zweite oder fast jeder mir sagt, energielos. Ja? Das eine bedingt natürlich auch das andere. Ja? Funktionieren die Mikronährstoffe nicht? Funktioniert das Immunsystem nicht? Funktioniert das nicht? Sind gedeckelte Erreger wieder in der Oberhand? Habe ich einen Erregerbefall, kommt der andere. Die können natürlich auch die Mitochondrien, also es kann oxidativer Stress entstehen. Der befeuert wiederum die Mitochondrien. Ich würde mir immer alles in einem Paket anschauen, aber es ist definitiv auch ratsam, dass man sich mal wirklich eine gute Blutuntersuchung machen lässt und mal checken lässt einfach, was liegt da im Argen. Ja, und wenn man das gut macht, dann macht man das einfach, das ist eben so ganzheitlich. Ja, wir schauen uns einfach alle Ebenen an, auch biochemisch, zellulär, was kann dann noch das Problem sein? Du hast jetzt gerade so etwas gesagt, was mir gerade so ein Aha-Erlebnis gegeben hat, und zwar dieser oxidative Stress, ausgelöst eigentlich durch die Angst und Panik der letzten Jahre. Unter Umständen sind die Leute einfach erschöpft, nicht wegen Borrelien oder wegen Epstein-Barr, sondern es könnte auch wirklich sein, dass diese Zeit so viel Stress ausgelöst hat, dass die Mitochondrien einfach ausgelaugt leer sind. Total. Oder die Nebennieren. Ja? Cortisol, das verpufft ist. Also wir sind immensem Stress ausgesetzt gewesen, immenser Angst um unsere Lieben, um uns selber, um viele Existenzängste. Das geht nicht einfach so vorüber. Der Körper merkt sich das. Ja? Und das, was im Kopf abgeht, das, was unsere Gedanken, das, was wir
denken, das wird umgesetzt, das wird übersetzt in Hormone und die Hormone wirken auf unseren Körper. Das heißt, jede Zelle bekommt die Information, die wir gerade im Kopf haben und denken. Und wenn wir Angst haben und wir uns sozusagen in eine Situation begeben, gedanklich, wo wir in Gefahr sind, dann merken das unsere Zellen und die schalten natürlich um. Der ganze Stoffwechsel ist ein anderer, weil wir in Angst leben und in Gefahr leben. Da ist nicht mehr der Parasympathikus, das vegetative Nervensystem, das für Regulation und für Entspannung verantwortlich ist, hoch. Da ist der Sympathikus, der Stressnerv, hoch. Ja, dann gibt es Cortisol, irgendwann sind die Nebennieren müde. Und all das, also das ist sicher ein ganz, das ist einfach so viel. Punkt. Es ist so viel, was da reinspielt. Psychoneuroimmunologie. Man muss eben sich wirklich alles anschauen. Man muss sich das ganzheitlich anschauen. Und dann kann man ein gutes Bild drüber kriegen. Wir, Frau Back und Herr Straube, die auch ein Buch geschrieben haben, das ist einer meiner Lieblingssätze: Finde den Weg in eine Erkrankung, dann findest du auch den Weg wieder heraus. Ja? Also du musst. Das ist Detektivarbeit, deshalb bin ich Ärztin geworden. Das hat mich immer interessiert, diese Detektivarbeit. Warum ist das jetzt so? Was ist denn das? Was ist denn da jetzt dran schuld? Und wenn du mal aufgedeckt hast, und es ist nie oder meistens nicht nur eines, es sind oft mehrere Dinge. Aber das Schöne ist, wenn man an diesen mehreren Dingen ansetzt, dann kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo der Körper erleichtert ist und wieder selber regulieren kann. Ich liebe das, wenn eine Ärztin noch Detektiv sein darf. Ich habe einfach auch gesehen, dass uns die Leitlinien immer mehr ein Korsett aufzwingen. Total, ja. In den blinden Vertrauen und den stillschweigenden Gehorsam hinein. Und man muss einfach Fall A mit Antwort B beantworten und nicht mehr suchen. Und ich finde es schön, wenn du das erhalten kannst, diese Detektivarbeit, aber nicht, da musst du privat sein, oder? Da kannst du ja gar nicht mehr innerhalb des schulmedizinischen Systems arbeiten, oder? Also ich mache Schulmedizin, aber ich mache auch funktionelle oder integrative Medizin und orthomolekulare Medizin, sehr, sehr viel. Ich versuche wirklich durch Ernährung, durch Pflanzenstoffe, Vitamine, Aminosäuren zu behandeln. Klar. Das ist so Treibstoff. Mein Hauptaspekt. Und damit kriegt man in den allermeisten Fällen schon so gute Ergebnisse. Und das ist unser Hauptwerk. Ja, viel Zeit für den Patienten, da wirklich in die Tiefe gehen, diving deep, also tief tauchen und dann wirklich an allen Fronten bearbeiten. Und wir haben natürlich ein besonders tolles Tool an der Hand, das zertifiziert und validiert und durch über 500.000 Daten belegt ist, nämlich die Inosferese und gerade auch bei Borrelien. Also wir wissen, dass Borrelien Fette brauchen, die brauchen Lipide, um zu wachsen, um für ihre Progression auch. Ja, die brauchen Lipide. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die eine Borreliose haben, nachgewiesen haben, dass die verglichen mit der Normalbevölkerung hohe Lipidwerte haben. Ja? Mhm. Und durch die Inosferese können wir die rausholen. Wir holen diese Lipide raus, wir holen noch viele andere Lipide raus. Es gibt Lipide, die heißen Lysophospholipide, ja, oder Ceramide. Da wissen wir anhand der Daten, dass wenn die hoch sind, korreliert das mit einer ZNS-Invasion, also mit einer Invasion ins zentrale Nervensystem. Und das holen wir alles raus. Wir holen die Entzündung raus. Also wir entziehen den Borrelien schon mal so einen lebenswichtigen Stoff, die Lipide. Wir entziehen dem Körper Entzündung. Und die Schmerzen sind dann auch schon viel tiefer nach einer Inosferese. Genau. Genau, also nicht immer. Manchmal muss man dann noch nacharbeiten. Man muss natürlich immer bei jedem Patienten, jeder Patient muss nachher stabilisiert werden durch ein Therapiekonzept, das wir dann noch machen bei Borreliose. Wir haben da unsere speziellen Sachen, die ich da anwende. Das sind pflanzliche Stoffe und damit kann man sehr, sehr gut behandeln. Und natürlich, wenn ich die Entzündung raushol, wenn ich dann die Stoffe raushol, die die Borrelien brauchen, dann schaffe ich da auch schon mal eine Erleichterung. Ja, es gibt auch sehr gute Daten. Wir haben Studien gemacht dazu, wo wir auch untersucht haben, wie geht es dem Patienten vor, wie geht es dem Patienten nachher. Was ist da für eine Erleichterung auch an Symptomen? Und es ist eindeutig. Eindeutig, ja. In der, wenn wir noch beim Epstein-Barr jetzt noch rüber switchen, wie sieht es denn da aus mit der Inosferese?
Es wird auch irgendein Nährboden von diesem, diesem Virus entnommen. Also wir holen auf alle Fälle die Entzündung raus. Ja, okay. Aber Epstein-Barr muss auch orthomolekular therapiert werden. Mhm. Ja, also wir haben da auch Aminosäuren, Spurenelemente, mit denen wir, die wir als Medikament benutzen sozusagen. Ja, beeindruckend. Und wichtig ist dann auch, das Immunsystem zu stärken. Einerseits die Viren runterzudrücken, Entzündung mit Inosferese rauszuholen, plus Gifte, plus Schwermetalle, die das Immunsystem ja auch belasten, ja, und auch nicht so arbeiten lassen, wie es sollte. Und dann müssen wir unser eigenes Immunsystem hochholen. Und das machen wir, oder mache ich meistens, auch mit Pilzen, mit Selen. Also da gibt es ein paar Stoffe, die man sehr, sehr gut einsetzen kann, um die T-Zellen zu erhöhen, um die Killerzellen zu erhöhen. Das funktioniert sehr gut. Du hast aber noch eben das chronische Fatigue-Syndrom, chronisches Müdigkeitssyndrom erwähnt. Und es ist irgendwie schon irgendwie fast logisch, wenn man 2 Jahre unter Dauerstress ist, dass unsere Mikronährstoffdepots einfach aufgebraucht sind. Die sind verbrannt. Die sind verbrannt. Und wenn ja da die Biochemie nicht mehr stimmt, kann der Körper viel zu wenig ATP produzieren. Letztendlich so ist es. Ist eigentlich logisch. Ich erkläre das den Patienten immer so, wenn die Brot backen wollen, dann brauchen die auch Zutaten. Also ich bin jetzt keine Bäckerin, aber Wasser, Mehl, Sauerteig, Hefe, Salz, was auch immer. Sonst kann ich kein Brot backen. Und so ist es auch beim Körper oder im Körper. Unsere Enzyme brauchen Kofaktoren. Jedes bedingt das andere. Manchmal reicht auch nicht nur eines, sondern man muss mehrere geben. Ja, mehrere gleichzeitig, weil das eine das andere braucht für die gute Funktion. Und wenn das alles verbrannt ist und wenn wir nichts zuführen durch die Ernährung, Ernährung ist ganz wichtig, aber durch die Ernährung, wir wissen, dass die Nährstoffe einfach auch nicht mehr so sind, wie sie früher sind. Die Nahrungsmittel werden eingeflogen, die reifen nach. Ganz abgesehen davon, dass die Sachen auch gespritzt sein können. Aber ja, also wir sollten eigentlich wirklich leben, so dass wir im Umkreis von 40 Kilometer unsere Sachen herbekommen, ja, dass die da wachsen. Aber auch trotzdem, es fehlen trotzdem die Nährstoffe. Wir kriegen es nicht hin. Und man muss einfach das eine oder andere zuführen. Und gerade wenn es jemandem nicht gut geht, wenn man dann merkt, dass da ein Problem ist, dann muss man einfach herausfinden, woran es liegt. Und ganz oft ist es wirklich ein Defizit an Nährstoffen. Ja, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung. Eine Extremsituation hat auch extrem viel von uns abverlangt. Und einfach nur weiterzumachen mit SMB4 bisher wird diese Depots nicht auffüllen, sondern es ist mehr verbraucht, wir müssen nachschieben. Ist irgendwie so logisch. Genauso ist es, wir müssen den Körper wieder aufpäppeln. Und ganz wichtig, wir müssen den Geist und die Psyche wieder aufpäppeln. Da kommt so viel Kollateralschaden hervor, aufgrund von einem schnellen Agieren müssen, aber die weitreichenden Folgen daraus, ja, die sind echt, über die reden wir ja nicht, oder überhaupt nicht. Oder dass man jetzt vielleicht dem Volk sagt, hey, bitte D3 rauf und schaut, dass ihr genügend Mikronährstoffe habt und schaut, dass ihr euch entstresst, dass ihr das loslöst, dieses Kino hier oben. Aber wir gehen jetzt von meinem Stress hier ins nächste. Das ist ja Ukraine, da haben wir Umweltkatastrophe, morgen ist Weltuntergang. Total, total. Und Stress macht Neurostress. Ja, also macht auch Stress im Gehirn, macht Entzündung, lässt den Hippocampus schrumpfen, ja, Cortisol. Also das ist einfach alles, es greift eines ins andere. Und wir müssen uns das ganze Bild anschauen, wir müssen am ganzen Bild arbeiten. Aber du hast das sehr gut zusammengefasst, ja. Nochmals in die Inosferese rein, weil mich das eben so fasziniert. Ich mache es selber einmal im Jahr. Gönne ich mir die? Also das ist meine toll. Frau und ich. Ja. Vielleicht kriegen meine Kinder mal als Weihnachtsgeschenk eine Inosferese. Dann werden sie nicht so viel Freude haben. Aber eigentlich wäre es total sinnvoll. Doch, das ist toll. Wäre? Das ist toll. Ich weiß nicht, ob die Wertschätzung schon da ist, aber letztendlich schon. Schon cool. Als junger Mensch denkt man sich, man braucht es noch nicht. Man fühlt sich noch gesund. Man macht sich nicht so viele Gedanken über irgendwelche Umwelttoxine und es sei ihnen vergönnt, dass sie so lange wie möglich gut und fröhlich leben, ohne dass sie diese Belastung auch mitbekommen, die wir einfach definitiv haben. Aber es gibt, Gott sei Dank, und das macht das Ganze etwas leichter, es gibt Entlastung eben durch dieses tolle System, durch dieses tolle Konzept, die Inosferese.
die wirklich als einziges Verfahren, und es gibt ja mehrere Apheresen da draußen, die angeboten werden, auch mit Hyperthermie, also wo das Blut erhitzt wird, wo Sauerstoff hinzugefügt wird. Wir haben dazu null Daten. Ja, und ich persönlich würde mich das auch nicht trauen zu machen, weil ich nicht weiß, was dann rauskommt. Aber wir haben in der Enosferese ein validiertes, zertifiziertes, CE-konformes Produkt, das reproduzierbare Ergebnisse liefert. Ja? Es sind über 500.000 Daten. Wir wissen ganz genau, was passiert. Wir wissen ganz genau, was diese Filter machen, was das System macht. Und das ist eben das Tolle. Klar. Und wenn man die Chance haben will, dass es die Kasse bezahlt, dann natürlich nur auf diese Art und Weise über ein zertifiziertes Gerät. Genau, mit Indikationsstellung. Ja, wir behandeln, es ist nicht Anti-Aging. Es ist, obwohl es einfach alle Benefits hat, aber es ist nicht wie eine Kosmetikbehandlung. Ja? Die Leute kommen nicht und sagen, ich will eine Enosferese und wir machen das. Das ist wirklich, es gibt eine medizinische Indikation, es gibt dieses Therapiekonzept Enosferese plus orthomolekulare Medizin zur Stabilisierung des Zustands, um den Patienten ja auch nachhaltig gut fühlen zu lassen und gesund zu erhalten. Und das ist ja das Wichtige. Ja. Wenn ich jetzt das ein bisschen mehr Informationen haben möchte zu Enosferese und auch die Kosten, ich möchte jetzt da auch nicht über die Kosten reden, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man sich ein bisschen schlau lesen kann über dieses Thema? Ja, die gibt es. Die kann man zum Beispiel auf unserer Homepage nachlesen. Das ist www.elan-health.com. Mhm. Und Elan bitte mit Doppel-L und Doppel-N. Okay. Seid ihr die Einzigen in Deutschland oder machen das schon mehrere Leute? Nein, es gibt mehrere Zentren in Deutschland und auch in der Schweiz. Es verbreitet sich, weil es einfach auch ein sehr, sehr gutes Konzept ist, das einfach wirklich evidenzbasiert ist und durch Hunderttausende von Daten untermauert ist. Du hast mir mal in einer Sendung das Bild gemacht von diesem Mülleimer, der einfach aufgefüllt wird mit Müll und irgendwann überläuft es, diese berühmten Tropfen. Und da kommt ja auch nicht, wenn es überläuft, ein Tropfen raus. Sondern es kommt viel raus. Ist irgendwie auch von der Physik her total interessant, warum eigentlich. Aber genau das ist der Ausbruch der großen Krankheit, oder? Und dieses Bild finde ich so faszinierend und das habe ich mir so in meinem eigenen Leben eigentlich angewöhnt. Einfach immer wieder schauen, dass wir dieses Fass reduzieren. Genau so ist es. Genau so ist es. Immer ein bisschen abschöpfen und dann tut man sich schon mal wirklich Gutes. Ja, und das muss man heutzutage auch machen. Und es gibt eben Patienten, die sind da etwas sensibler, die spüren auch gleich mal, wenn irgendwas nicht ganz okay ist, und andere spüren es nicht. Die spüren es dann eventuell auch in Form einer Erkrankung dann. Also wir müssen einfach wirklich schauen, dass wir das System abschöpfen, dass wir auf uns schauen, dass wir schauen, dass wir uns gut ernähren, möglichst bio, möglichst nah an unserem Ort, ungespritzte Sachen. Wir müssen schauen, dass wir zweimal täglich lüften. Wir müssen schauen, dass wir unser Zuhause gesund halten, dass wir Bewegung machen, dass wir uns gut versorgen mit Nährstoffen. Und das ist schon mal ein großer Punkt. Abschließend noch was zu Borrelien, einfach zur Sensibilisierung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht einfach abhaken, dass es Borrelien nicht sein kann. Es könnte durchaus sein, dass durch den Stress der letzten 2-3 Jahre alles wieder aufgepoppt ist, dass man das im Fokus hat oder eben Epstein-Barr, dass man Vergiftungs- oder Entgiftungsthematiken wieder in den Fokus setzt, hier ansetzt und eben auch die Depots auffüllt mit Mikronährstoffen. Genau. Genau so ist es. Beeindruckend, absolut. Ich habe mal eine Mikronährstoffanalyse gemacht bei Elmar Wienecke und wir haben das alle, die ganze Familie, 6 Stück, aber alle hatten einen riesen Mängel. Ist so. Ja, und das, was mich immer wieder fasziniert, ist, wir hatten praktisch alle kein Magnesium im Körper. Das sehe ich bei jedem Patienten. Es hat jeder Patient Magnesiummangel. Magnesium ist so wichtig für hunderte Funktionen, Enzyme, für unser Gehirn. Es gibt ja auch verschiedene Magnesiumformen. Das eine, das vielleicht auch besser ist fürs Gehirn gegen Ängste. Also es gibt eine ganze Palette an Magnesium und es ist so wichtig für unsere Nerven, für unsere Muskeln, für unser Immunsystem. Unglaublich wichtig. Und das muss man einfach zuführen. Weil so viel können wir auch gar nicht essen. Dass wir unser, also das wären ja dann irgendwie kiloweise irgendwelche Nahrungsmittel.
Ja, deshalb bitte nicht zurückschrecken. Passen Sie auf, welche Nahrungsergänzungsmittel Sie nehmen. Möglichst welche ohne Füllstoffe, ohne dass da noch tausend Sachen beigemengt sind. Ja, die möglichst clean sind, sauber sind, geprüft sind. Weil wir können auch da ins Fettnäpfchen treten. Es gibt genug am Markt, das nicht kontrolliert wird. Oder Leute bestellen sich das im Internet. Das ist, es gibt da viele, viele Probleme. Gut, ich bin auch ein Gegner einfach nur von Schlucken, sondern ich sage immer messen, schlucken, messen. Messen, genau. Genau so ist es, genau so ist es. Immer erstmal messen und dann weiß man auch, dann funktioniert das auch viel besser. Ich bin auch kein Freund vom Gießkannenprinzip. Von allem ein bisschen funktioniert selten. Großartig. Nochmals für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wiederhole mich da sicherlich zu der einen oder anderen Sendung, aber diese Inosferese ist wirklich ein Schatz. Und kämpfen Sie auch ein bisschen darum, dass die Kosten dann wirklich auch von Ihrer Krankenkasse übernommen wird. Das wird teilweise schon gemacht in der Schweiz, auch in Deutschland von privaten Krankenkassen. Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, wirklich noch ein bisschen mehr zu kämpfen, denn es gibt auch ein deutsches Gerichtsurteil in Bezug zu Long-Covid-Patienten, wo der Richter dazu entschieden hat, dass das temporär bezahlt werden muss, weil es einfach die einzige mögliche gangbare Weg jetzt noch war bei dieser speziellen Patientin, um hier noch wirklich das Letzte herauszuholen, um zu sichern, dass die Patientin überlebt in diesem speziellen Fall. Und ich finde einfach, das ist ein ganz wichtiger Gerichtsurteil gewesen, sodass wir das wirklich auch bei den Krankenkassen einreichen sollten, wenn Ihre Indikation ebenfalls eine gewisse kritische Situation darlegen tut. So, das war's für mich mit dem Schlussfazit. Vielen Dank. Danke ebenfalls ganz herzlich. Danke, dass du angereist bist, extra aus Berlin. Hier wirklich eine wichtige Komponente zu füllen. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir haben Ihnen einen großen Mehrwert liefern dürfen mit dieser Sendung. Davon bin ich überzeugt. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.